Aufgrund seines Tagungs- und Sitzortes erhielt der Völkerbund auch den Namen Genfer Liga. Seinen ersten Sitz mit der Gründung 1920 hatte der Bund im Genfer Gebäudekomplex Palais Wilson, den er auch nach dem Umzug 1933-1936 weiter nutzte und er gegenwärtig als Sitz des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte fungiert. Zwischen 1933 und 1936 ist er in den neu eingerichteten Gebäudekomplex Palais der Nationen, Völkerbundspalast im Genfer Ariana Park umgezogen, wo der Hauptsitz der Institution bis zu ihrer Auflösung im Jahr 1946 blieb. Nach der Gründung der Vereinten Nationen 1945, die vor dem Umzug 1952 nach New York ihren Hauptsitz zunächst in London hatten, haben diese das Palais 1945 vom Völkerbund übernommen, in den folgenden Jahren baulich wesentlich erweitert und nutzen es bis heute. Seit 1966 ist das Palais der Nationen der europäische Hauptsitz der Vereinten Nationen und das Büro der Vereinten Nationen in Genf und beherbergt unter anderem den UN-Menschenrechtsrat und die UN-Vertragsorgane. Thank you.